ist wieder euer, ja, kommt zu mir, HD, und wir spielen heute Wanted Weapons of Fate, ja. Und zwar das Ganze in der Uncut-Version aus Österreich. Und ja, wie gesagt, wir starten ein neues Spiel. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt und ja, es ging, ne. Aber ich denke mal, ich hatte so richtig Lust bekommen, da ich den jetzt wieder Wanted geguckt hatte. Und ich habe so richtig Lust auf das Spiel jetzt. Und ja, ich habe mir gedacht, yo, Nigga, spielst es jetzt mal so voll fresh. Und das machen wir. Und dann, here we go. Und wir sind ein Weichei und spielen es auch auf dem Weichei-Schwierigkeitsgrad. Yay! Ah, das ist ja egal. Once I was clueless and pathetic, dann lass just den Typen like mal you. Reden jetzt und dann geht's sitting weiter. In front of the TV, playing video games, getting fat. I was a loser. But what if one day someone gave you the chance to escape your boring little world? Leave it all behind. Only there's one catch. You have to become a killer. Ja, da wollte ich doch sofort sagen, yo, auf geht's. So, okay. Dann geht's los. Was ich gerade mal so festgestellt habe, ich müsste mal die, wie sagt man, die Mausempfindlichkeit etwas runterdrehen. Da ich weiß nicht. The first lesson was simple. I needed to know what it felt like to put a bullet in your body. Yeah, ich schieße mir Fleischen. Yeah! Ist das nicht los? Ich weiß, euch gefällt's auch. Deswegen. Woo! Some people think killing is just about pulling the trigger. Well, they're wrong. Killing's like dancing. When the music starts, you gotta move. Das ist eine interessante Theorie, die er da aufgestellt hat, aber ob die stimmt, keine Ahnung. Also die Grafik ist ja eigentlich mal richtig gut, ne? Also bis jetzt mit der tiefen Unschärfe, Blumeneffekt, Charakterdesign, das passt, ne? Also jetzt nicht, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Finde ich. Achso, wir können ja. Du musst ja lernen, wie wir in Deckung gehen. Gleich hier auf uns schießen. Ja, jetzt sind sie es jedenfalls. Also die Musik ist auch richtig geil, ne? Das Spiel an sich ist eigentlich auch nicht schlecht. Also es geht, es hat seine coolen Momente, das ist logisch. The hard part is blowing their brains out without them even knowing you're there. Flankieren, okay, dann nennen wir mal flankieren. Das ist ja auch immer nützlich bei solchen Art Deckenspielen. You're aiming at sticks to your ass like a stubborn little dingleberry. That's when you need to make that shit stay and think twice about showing him his face. Ja, das kann man so sehen. Blindfeuern und flankieren. Das klingt auch super. Das klingt awesome. Und das macht. Woo! Also jetzt ist er geblendet, genau, wenn das voll eingezeichnet wird. Das war nice. Und dann geht's weiter. Now guns aren't the only way to give someone a one-way ticket to hell. See, sometimes you gotta take a more personal approach. Nahkampf. Oh, das ist cool. Nahkampf ist hier übelst geil in dem Spiel. Das gefällt mir. Das machen wir doch jetzt mal gleich mal, um euch zu zeigen, wie cool der Nahkampf eigentlich wirklich ist. Mit E, ne? Also der Nahkampf ist schon eigentlich richtig lustig, weil er wird in der Deckung gezogen, er wird im Kampf gezogen und das ist eigentlich richtig genial. Macht und es macht auch wirklich Spaß, Ladies.
Go back to your computer and search the net for jailbait porn. Auf jeden Fall. Why don't you take the chance to change history? Become a weapon of fate. The first time in your life, you're in control. Genau, ich habe die Kontrolle über das Spiel. Das ist nicht awesome.